Hallo. Hallo Julius. Hallo. Hallo, liebe Ethnologiestudierenden. Wir, der Fachschaftsrat Ethnologie, also das sind Erik, Nora, Johanna hinter der Kamera und ich und noch ein paar andere, die jetzt aber heute nicht anwesend sind, möchten euch ein bisschen über den Campus führen, weil ja dieses Semester auch wieder ein bisschen anders werden wird, als wir das so gewohnt werden. Dafür möchten wir euch die wichtigsten Dinge zeigen, die ihr so im alltäglichen Studierendenleben brauchen werdet. Die Studierendensekretariate, das Institut, die verschiedenen Mensen, aber auch die Bibliothek und wie man die benutzt. Dafür fangen wir direkt hier am Haupteingang an. Ja, Nora, was gibt's denn hier so alles zu sehen? Ja, das ist der Ort, an dem ihr wahrscheinlich ankommen werdet. Es gibt hier die Bus- und Bahnhaltestellen, einen Bankautomaten für die Sparkassenmenschen, eine Bäckerei. Daneben sind noch ein Kiosk und ein Copyshop und eine Buchhandlung mit Literatur aus allen Fachbereichen und Unterhaltungsliteratur. Ja, und dann würde ich sagen, geht's weiter Richtung Studierendensekretariat. Das ist unser erster, nächster Spot. So, hallo. Jetzt sind wir hier vorm Studierenden-Service-Center, was hinter uns zu sehen ist. Da sind wichtige Sachen drin, wenn es um das Semesterticket geht, um Immatrikulation, Exmatrikulation oder um Fachwechsel oder Fächerwechsel oder zusätzliche Fächerwahl, was auch immer. Da ist das Studierenden-Service-Center der Anlaufpunkt für euch. Vieles davon geht auch online, aber wenn ihr mal persönlich mit jemandem sprechen wollt, dann findet ihr das hier. Dahinter findet ihr auch noch die Poststelle von der Uni Mainz, wo ihr alle Briefe abgeben könnt, die dann verteilt werden quasi. Und jetzt geht's weiter zum Baron. Der ist da vorne. Kaffeeküche Bar. Ein leckeres Lokal. Hat gute Pizza, nette Musik. Und jetzt gehen wir zum Institut. Während dieses langen Weges hat sich das Wetter und unsere Kleidung ein bisschen geändert. Wir sitzen jetzt hier vor dem wunderbaren Institut, des Fachbereich 7. Hier hätten wir unter anderen Bedingungen Seminare und eben so bald wie möglich hoffentlich auch wieder Präsenzseminare, aber das steht in den Sternen. Gegenüber haben wir das KUKAF, da schwenken wir jetzt die Kamera mal nicht hin. Das ist so eine Art Bar, Restaurant, aber es ist eher Mensa-artig vom Essen her. Da finden auch Veranstaltungen statt. Um euch jetzt das Institut mal ein bisschen näher zu bringen, denn da sitzen eben auch unsere Dozierenden, gehen wir doch einfach mal rein. Dafür müssen wir uns natürlich unsere Masken anziehen. Also hier sind wir jetzt in unserem Institut, im Flur. Und hier ist der kleine Übungsraum, wo relativ viele Veranstaltungen stattfinden. Wir können auch momentan einen kleinen Blick hineinwerfen. Ja, momentan können hier 5 Leute rein. Eigentlich kann der Raum voll sein und nicht jeder hat einen Tisch hier. Und für euch auch sehr wichtig, wenn ihr hier hinkommt, hier ist unser Fachschaftsraum, wo wir oft sind. Und genau, vielleicht findet ihr uns da. Genau, und jetzt geht's weiter. Hier sind noch ein paar andere wichtige Büros für uns. Einmal haben wir hier das Büro von der Frau Kilian. Die ist gerade nicht da, aber sie hat uns erlaubt, mal eben einen Blick reinzuwerfen, wie das aussieht. Die Frau Kilian ist unsere Studienfachberaterin, die ist für Erasmus zuständig. So sieht ein Büro von den Dozierenden aus. Und dann gibt es hier noch Sekretariate, also die Sekretariate quasi vom Institut, die sind für uns nicht so wichtig, für uns Studierende. Aber es gibt hier hinten noch das Büro von der Frau Gliwitzki, die ist unsere Prüfungsmanagerin. Da könnt ihr zum Beispiel Hausarbeiten abholen oder abgeben, wenn sie da ist und nicht Corona ist. Also jetzt gerade ist persönliche Beratung bei ihr nicht möglich, leider. Aber ansonsten finden wir sie hier. Und dann gibt es noch eine relativ wichtige Sache, gerade jetzt, zu Zeiten von Corona, findet sich hier ein kleiner Briefkasten. Der ist da hinten aus Holz. Da schmeißt man zurzeit seine Hausarbeiten rein und auch sonst, wenn keiner mehr da ist, kann man da seine Hausarbeiten und andere wichtige Dokumente abgeben. Dann geht es hier noch zu Toiletten und oben haben wir noch eine zweite Etage. Da ist für uns noch wichtig, dass da das Büro von der Frau Rössler ist. Die ist für
die Administration von Jugustine zuständig, also wie Kurse gewählt wurden, welche gewählt wurden. Und falls man was umwählen möchte zum Beispiel, kümmert sie sich um all das. Und natürlich sind überall noch Büros von anderen Dozierenden. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder zurück und gehen dann einfach Richtung Revi. So, jetzt stehen wir hier vorm Revi-Gebäude. Im Revi ist für uns wichtig, dass da unsere Bibliothek drin ist, unsere Fachbereichsbibliothek von der Ethnologie und den Afrika-Studien. Außerdem ist noch eine kleine Mensa drin. Jetzt gerade wird sie umgebaut, aber normalerweise gibt es da auch das Essen. Ähnliches Essen wie in den anderen. Und Müsli, genau. Und ja, ich würde sagen, jetzt geht's weiter in Richtung Ama. So, es ist jetzt wieder ein bisschen anders geworden, weil unser Equipment tatsächlich nicht das Beste war und wir einige Takes nehmen mussten. Wir sind jetzt hier, oder ich bin hier vor dem AMA, der ist SB2, Schnellbau 2. Für uns relevant ist, dass da das AMA drin ist, das African Music Archives, wo gleich der Herr Dorsch noch was zu sagen wird. Außerdem hier drüben dieses hässliche Gebäude da, das NATFAC, da sitzt die ZDV drin, die zentrale Datenverarbeitung, wo ihr allerhand Fragen stellen könnt bezüglich Computer, Jugustine und so weiter und so fort. Und ich gehe jetzt Richtung GFG, wo die anderen beiden gleich auch wieder mit erscheinen werden. Okay, wir sind jetzt hier vor dem Georg-Forster-Gebäude, auch genannt GFG, das schöne grüne Gebäude hier. Hier befindet sich die Mensa des GFGs und der Eingang zur Zentralbibliothek. Und die meisten von euch haben wahrscheinlich auch hier ihre anderen Fächer. Das sind die Sozialwissenschaften, die hier sind in dem Gebäude. Genau, und jetzt sagt Erik euch noch was zu der Zentralbibliothek. Ja, mehr oder weniger. Julius, der geht jetzt mal los und zeigt euch genau, wie das funktioniert in der Zentralbibliothek. Er muss seinen Pulli ausziehen für die Kontinuität und weil es anfängt zu regnen. Danke. Also, ich zeige euch nochmal, was hier ist. Das Wäldchen zu sehen, das ist immer sehr schön. Da kann man ein bisschen ausspannen, wenn man mal zwischen den Vorlesungen oder Seminaren einfach mal ein bisschen Zeit braucht. Kann man sich hier ins Grüne setzen und hier hinter mir, man sieht es schlecht, ist die Zentralbibliothek, wo eben der Julius gerade ist. Hallo liebe Erstsemesterstudierende und auch andere Interessierte. Weil dieses Semester wieder ein bisschen anders werden wird, wollen wir euch gerne eine kleine Einführung in die Bibliothek geben. Wie das alles funktioniert, wie man Bücher ausleiht, druckt etc. pp. Dafür gehen wir natürlich erstmal rein, wofür wir eine Maske brauchen. So, zuallererst möchten wir euch gerne zeigen, wie ihr in der Bibliothek drucken könnt. Das kostet natürlich Geld, deswegen ist unser erster Stopp einer dieser wunderbaren Automaten hier. Die sind auf dem Campus verteilt. An diesen Automaten könnt ihr Geld auf eure Studikarte aufladen, die in etwa so aussehen sollte. Dafür schiebt man sie hier rein und kann dann hier Geld reinschieben, um die Karte aufzuladen. Mit dem Geld, was auf die Karte aufgeladen wurde, könnt ihr natürlich in der Mensa essen gehen und so weiter und so fort. Ihr könnt aber auch drucken. Damit ihr das machen könnt, müsst ihr erstmal die Karte zu eurem Uni-Account zuordnen und das Geld aufbuchen. Wie man das macht, zeige ich euch jetzt. Damit ihr eure Studikarte zu eurem Account zuordnen könnt und eben auch aufladen könnt, sind in der Zentralbibliothek diese wunderbaren Rechner bereitgestellt. Um eure Karte zuzuordnen, steht hier ein ganz großes Schild, Karte zuordnen, da drückt ihr drauf, legt dann eure Karte auf das blau-schwarze Lesegerät, gebt euren Benutzernamen und Passwort vom Uni-Account ein und meldet euch an. Dann müsst ihr einen PIN angeben und schon ist die Karte zugeordnet. Ich möchte euch einfach nur noch mal zeigen, wie man Guthaben aufbucht. Dafür drückt man hier drauf, legt die Karte wieder auf das blau-schwarze Lesegerät hier unten, gebt dann euren gerade zugeordneten PIN ein, legt die Studikarte auf das Guthabenlesegerät, das graue hier. Dann könnt ihr zum Beispiel 50 Cent, ich brauche nämlich jetzt nicht so viel, buchen.
und könnt jetzt endlich drucken. Dafür müsst ihr euch an einem dieser PCs anmelden. Ich mache das mal schnell. Wenn ihr euch dann an eurem Account eingeloggt habt, ruft ihr ganz einfach das Dokument auf, was ihr drucken wollt. Ich habe hier mal ein Random-Dokument, teilnehmende Beobachtung als dichte Teilnahme ausgewählt und führt dann ganz normal, wie ihr das gewohnt seid, einen Druckauftrag aus. Und wie man sieht, ist ein Druckauftrag ausstehend. Dann gehe ich jetzt zurück zu den Druckern, wo wir auch eben die StudiCard aufgeladen haben und zeige euch den letzten Schritt. So, wir haben euch jetzt gezeigt, wie ihr eure StudiCard aufladet, wie ihr sie zu eurem Konto zuordnet, wie ihr Geld auf euer Druckerkonto aufbucht und wie ihr einen Druckauftrag aufgibt. Der letzte Schritt ist dann hier im Druckerraum, wo ihr einfach eure StudiCard auf dieses Lesegerät legen müsst an den Druckern. Ihr gebt dann euren PIN ein und dann könnt ihr euren Auftrag drucken. Es dauert manchmal ein bisschen, aber es funktioniert eigentlich immer. Wunderbar. Die Goa-Szene, genau wie ich eben ausgedruckt habe. Ich nehme die StudiCard wieder mit und zeige euch, wie ihr Bücher ausleiht. Bevor ihr Bücher ausleihen könnt, braucht ihr natürlich euren Bibliotheksausweis. Den kriegt ihr auch ziemlich einfach auf der Startseite der UB. Geht auf Sprung ins Studium. Scrollt ein bisschen weiter runter. Der kommt auch direkt als erstes Bibliotheksausweis. Dafür müsst ihr auf das Formular klicken, dieses Anfordern. Gebt hier eure Daten ein, folgt den ganzen Schritten, dann bekommt ihr irgendwann im Laufe der Zeit Zugangsdaten und könnt dann auf der JGU-App auf euren Bibliotheksausweis zugreifen. Wenn ihr dann euren Bibliotheksausweis habt, geht ihr einfach wieder auf die Startseite der UB. Gebt dann in der Suche eure Stichwortanfrage oder wir haben uns schon mal einen Titel ausgesucht, den wir genau wissen, dass der auch hier steht. Das gebe ich einfach mal ein, als wäre es geplant gewesen. Klickt dann auf den Titel drauf, den ihr ausleihen möchtet. Hier steht Standort Bücherturm. Das ist glücklicherweise zufällig direkt in der Zentralbibliothek. Die Signatur ist wichtig, die müsst ihr euch merken. Vielleicht könnt ihr die aufschreiben oder ein Foto davon machen. 285030. Und das gehen wir jetzt mal so. Damit ihr jetzt das Buch letztendlich ausleihen dürft, öffnet ihr euren Bibliotheksausweis in der App. Da sollte der Barcode zu sehen sein. Ungefähr so. Der Barcode kommt dann hier unter den Scanner. Ihr müsst dann euer Passwort eingeben und könnt dann die Medien unter den Scanner legen. Der Titel erscheint dann hier. Drückt auf Fertig. Danke. Quittung wird gedruckt und habt nun erfolgreich euer erstes Buch ausgeliehen. Ich brauche das Buch gerade zurzeit nicht, deswegen zeige ich euch direkt, wie man die Bücher auch wieder zurückgibt. Dafür legt man sie einfach in einen dieser Automaten aufs Fließband. Bitte warten. Und damit wäre das erledigt. Zu guter Letzt gibt es in allen Bereichsbibliotheken, wie ihr auch hier ungefähr seht, Arbeitsplätze, die ihr während der Corona-Pandemie auch benutzen könnt. Dafür müsst ihr auch wieder auf die Seite der UB gehen und da steht eigentlich unter Sitzplatz reservieren alles, was ihr wissen müsst. Wichtig dabei wäre vielleicht noch, dass ihr euch vielleicht ein bisschen auf die Bibliotheken aufteilt, weil oft Bibliotheken wie die Zentralbibliothek oder das GFG voll belegt sind, während andere noch komplett leer sind. Das kann schon mal ganz hilfreich sein, wenn ihr einfach mal aus der WG raus wollt und ein anderes Arbeitsklima benötigt. Und damit wäre das Video auch schon abgeschlossen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und ich wünsche euch einen guten Start ins Studium. Julius, war's gut? Erik, hat Spaß gemacht. War hoffentlich informativ, ihr habt was gelernt und wir gehen weiter zum Philo. Also, wir kommen jetzt vom GFG, wo es auch einige Fachbereichsbibliotheken gibt. Auch hier im Philosophikum, wo wir jetzt vorstehen, findet ihr Bücher zur Ethnologie. Übrigens gibt es auch Veranstaltungen wie Vorlesungen hier und Klausuren schreiben wir auch hier in diesem Gebäude. Und wir gehen jetzt weiter diesen langen Weg zur Zentralmensa. So,
So, wir haben jetzt den weiten Weg geschafft, vorbei an der Musikhochschule, an so einem kleinen Fahrradbunker, wo man sein Fahrrad reparieren lassen kann. Und hier Wohngebäude für die Studierenden gibt es hier noch. Sind jetzt hier, hinter mir ist eine kleine Volksbank, wo man auch noch Geld holen kann. Dahinter befindet sich der Infopoint vom Studierendenwerk, wo man seine Studiekarte bekommt und noch andere Fragen beantwortet bekommt. Außerdem sitzt da der AStA, unser politisches Organ von den Studierenden. Und unter anderem ist da auch noch eine Rechtsberatung, die ihr in Anspruch nehmen könnt, kostenlos. Und eine psychologische Beratung, die ihr auch kostenlos in Anspruch nehmen könnt, wenn es da irgendwelche Probleme gibt. Einfach da an die dementsprechenden Leute wenden und die beantworten euch das. Und jetzt kommt ein kleiner Schwenk nochmal Richtung Zentralmensa. Das ist unsere größte Mensa, in der es aber zurzeit dieselben Gerichte gibt wie eben auch im GFG in der Mensa, weil die unteren vier Theken quasi geschlossen haben aufgrund von Corona. Ansonsten gibt es da eine sehr große Auswahl. Dahinter sind noch die naturwissenschaftlichen Gebäude, die sind für uns erstmal eher unrelevant. Und wir gehen jetzt weiter in Richtung Botanischer Garten und erzählen euch noch ein bisschen was über die Fachschaftsarbeit. So, wir sind jetzt am Ende unserer Tour angekommen. Wir sitzen gerade im Botanischen Garten an der Uni. Ich stand bis jetzt hinter der Kamera. Und wir wollten noch was zu unserer Fachschaftsratarbeit erzählen. Wir treffen uns meistens einmal die Woche. Im Moment meistens virtuell, wird wahrscheinlich auch so bleiben, das nächste Semester über. Eigentlich haben wir auch einen Raum bei uns im Institut. Genau, Nora kann mal erzählen, was wir so machen. Ja, wir sind die Vertretung der Studierendenschaft der Ethnologie, also der Fachschaft der Ethnologie, und werden eigentlich jedes Semester immer gewählt. Ihr könnt auch gerne hinzukommen dieses Semester. Wir sind eigentlich euer Austauschorgan mit den Dozierenden, wenn da die Kommunikation nicht funktionieren sollte, vertreten euch auch auf Uni-Ebene. Ja. Ja, genau. Was mir immer gefallen hat am Fachschaftsrat, ich bin jetzt seit dem ersten Semester dabei, war, dass ich einfach unfassbar viele coole Menschen kennengelernt habe, die mir auch das Studieren gerade im ersten Semester irgendwie alle ein bisschen einfacher gemacht haben. Denn irgendwie ist das ja trotzdem alles vielleicht noch was Neues und vielleicht wissen wir oder ihr noch gar nicht so genau, wo das alles hinführen soll und so. Und da ist es irgendwie echt gut, einen tollen Freundeskreis zu haben, den ich dann auch im Laufe der Zeit unter anderem durch den Fachschaftsrat natürlich nicht nur aufgebaut habe. Und es hat einfach immer super Spaß gemacht. Wir machen so lustige Sachen wie hier das Video. Und da wird vielleicht auch noch das ein oder andere Projekt folgen. Wir werden mal sehen. Wird bestimmt lustig. Und genau, wir laden euch ganz herzlich dazu ein, auch Teil davon zu werden. Gerade dieses Semester ist es vielleicht ein bisschen schwierig und trotzdem auch total wichtig, soziale Kontakte zu knüpfen und Freundschaftskreise aufzubauen und einfach Unterstützung auch zu haben. Ja, das klingt doch schon mal alles richtig gut. Ich kann auch sagen, dass es mir halt auch einfach ziemlich viel Spaß gemacht hat. Ich bin im sechsten Semester und jetzt seit dem ersten dabei und ich bin mittlerweile Vertreter von uns im Leitungskollegium, das heißt in einem der Gremien, in denen wir vertreten sind. Da gibt es mehrere Aufgaben, die erledigt werden müssen, eben CEFA zum Beispiel, das haben wir vorhin, glaube ich, schon mal irgendwo angesprochen, was der CEFA ist beim Thema AStA. Der CEFA ist das Sammelsurium aller Fachschaftsratsvertreter, die sich zusammensetzen und eben Hochschulpolitik machen. Und das sind quasi die, die uns das Geld geben, um Sachen zu realisieren, wie eben die Erstifahrten oder erst die Woche, wenn wir da irgendwelche Sachen gedruckt haben wollen, können wir die fragen und die sagen uns eben was dazu. Genau, ganz viele Sachen, die wir leider jetzt nicht machen können. Das ist so halt das, was arbeitstechnisch zu tun ist, das, was man halt tun muss irgendwie als Fachschaftsratsmitglied. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach ein sehr entspanntes Miteinander sein und Zeit miteinander verbringen, Spaß miteinander haben. Und ja, die anderen haben euch auch schon herzlich eingeladen, auch von mir nochmal kommt dazu. Wir hoffen, dass wir es dieses Semester auch schaffen,
außerplanmäßig irgendwelche Sachen online stattfinden zu lassen als Fachschaft. Wir müssen mal gucken, wie das alles tatsächlich umsetzbar ist, wie viel Manpower oder Womanpower wir tatsächlich haben, um solche Sachen zu realisieren. Also kommt einfach dazu, macht mit und wir freuen uns auf euch.